Wobei, Moment, das Feld ist immer noch offen. Wobei, Moment, du brauchst ja gar nicht so weit, so nah dran zu gehen. So, ich kann nämlich einfach von hier zerstören. Mit Miasma. Easy. Nice. Und damit haben wir schon mal die erste Statue kaputt gehauen. Und nur Yuri ist in Reichweite. Okay. Dann ziehen wir alle wieder ein Stück weit nach vorne. Und schauen mal, dass Yuri jetzt im Idealfall einfach ausweicht. Nice. 17% Trefferquote nehme ich gerne. Ist aber gefühlt das gleiche wie von eben da unten einfach nochmal gespawnt. Okay. So, hier habe ich sogar gerade so ziemlich freie Hand, wer die hier alle umhauen darf. Das kannst du den besiegen? Ziemlich safe sogar. 2% Trefferquote, der wird schon nicht treffen. Don't forget who you're dealing with. Die Brecherfähigkeiten sind schon echt gemein. Manchmal. Kümmere ich mich noch um den da rechts? Vielleicht nachher. Vielleicht drehen wir einmal so eine Runde und gehen dann hier wieder hoch. Aber erstmal... in die... Oh, shit. Wait? Nee, okay, der ist weiter weg. Dachte gerade, der ist dann noch in Reichweite, aber... So, wie sieht's aus von den Leveln? 22, 23, 3, 4, 3, 2, 27. Meine Damen und Herren. Ja, gut, dann darf Baltus mal... Das müsste er mit 2 Schlägen... Kann ich euch auch unbewaffnet auf die Fresse hauen, oder? Ah, wobei, nee, unbewaffnet hat sogar noch weniger Trefferquote. Weg damit. Wahrscheinlich fehlt mir dann einfach dann der Angriffsbonus von den Waffen, wenn ich unbewaffnet angreife. So, einmal. Ja, Dimitri habe ich einfach ständig überall reingestellt. Dementsprechend ist er einfach auch schon so hoch vom Level. Er hat ja noch nicht einmal die allerbeste Verteidigung, aber er ist halt so mobil, das macht ihn halt auch so gut. So. Nö, das spawnt ja noch einer, hört auf damit. Der kommt ja auch noch auf mich zu. Ekelhaft. So, wie ist es mit dir? Ein bisschen mehr Reichweite. Ist das eine magische? Das ist eine magische Waffe. Das heißt, wenn, dann müsste ich Linhardt da reinstellen. Ich frage mich aber, bewegt er sich? Ist Linhardt überhaupt da ganz oben noch? Könnte... 31, das ist schon ein Unterschied. Nehmen wir alles andere mal, was halbwegs in der Nähe ist. Hm. Kannst du mit Gewitter dem Schaden machen? Null! Ja, süß! Ah! Ich sehe, warum. Er ist einfach geschützt gegen magische Angriffe. Richtig frech. Okay, wer hat denn die nächstbeste Resilienz? Das ist wahrscheinlich echt Konstanz. Ja. Das heißt 25, du nimmst 15 Schaden. Eine Angriffsgeschwindigkeit von 7, das ist nicht zu beachten. Okay, dann schaue ich ja mal einfach,
ob der mir näher kommt oder nicht. Und warte hier einfach mal und ziehe mit allen anderen einmal nach. Dann schauen wir mal, ob er sich bewegt oder nicht. Du kannst dich dann in die Luft hinstellen. Ich glaube, Dimitri braucht da noch ein paar KP. Nice. So. Mein liebes Ding, bewegst du dich oder nicht? Ja, tust du. Oh, der hätte sogar. Der könnte sogar krippen. Hat er zum Glück nicht. Aber dafür lädt er irgendwas auf. Okay. Dann, liebe Leute, it's time to attack. Aua. Der tut ja richtig weh. Wir ändern schon damit. Der kann mich auch einfach zu Tode kritten. Diese 1%, ne? Scary. Immer wieder. Der tut richtig hart weh. Meine Güte. Wait, du hast doch... Hast du den Brand? Ja. Wer hat noch alles den Brand? Um mal so ein bisschen da kaputt zu hauen. Edelgard hätte noch. Und das wäre es auch. Aber Edelgard kommt zumindest dran. Aber sie kann den Brand nicht auslösen. Heißt, ich würde mit ihm... Ah, die Ambition ist wieder weggegangen. Ich würde mit Juri hier hingehen und ihn dann einfach mal anzünden. Und im Idealfall seine Schilde brechen. Hoffentlich. Ja. So, dann kann ich hier erstmal wieder weglaufen. So. Sein Schild schon mal kaputt an der Stelle. Das heißt, da kann ich ihn jetzt auch wieder mit Magie angreifen. Aber ich brauche ja nicht so nah dran. Dann seht ihr, glaube ich, plus 1 mehr, ne? Oder? Hat sie nicht? Nee, hat sie gar nicht. Harpy hat es. Ja. Erst bei Harpy kann ich mich einfach... Im Endeffekt da, wo Konstanz jetzt steht, hinstellen. So. Ich könnte, wenn ich dich da angreife, deinen Schild dort auch noch zerstören. Und nirgendwo komplett kaputt machen. Reicht das vielleicht sogar, wenn ich da dein Schild zerstöre? Ah! No! Bis auf 6 KP. Du kommst ja eh nicht so weit. Das heißt, ich kann mit dir einmal von hier so ein bisschen draufhauen. Okay. Dann gehst du dahin und zerstörst dort noch sein Schild. Kriegt zwar... Ich krieg nur leider einen Schlag ab, aber 1%. Don't hope for the crit. Nice. So, dann ist da die Stelle nämlich auch kaputt. Kann ich jetzt nämlich... Jetzt ist er auf jeden Fall vor allem auch betäubt. Das heißt, jetzt kann ich auch nochmal richtig fett draufhauen. Yo! Ja, einfach fast one-hitten. Ja. Ein bisschen mal durchprüfen, ob er alles noch guten Schaden machen kann. Ein bisschen doof, dass ich mich da ins Feuer stellen muss. Dimitri kommt sogar bis dahin. Ja.
Aber dir wäre es nicht schlimm, wenn er kontert. Okay, machen wir es mal so. Konstanz. Du haust dem Fimbul Winter um die Ohren und im Idealfall besiegst du ihn die zweite Phase auch. Nice. Yay, Stärke und Verteidigung. Weil Verteidigung ist immer gut. So, und jetzt einmal kurz. Geh mal so weit weg, dass er dich auch nicht mehr treffen kann. So, wie viel KP muss ich mir jetzt noch weghauen? 67. Dimitri. Wenn ich dahin gehe und mit dem Langspeer da angreife. Dann wiederum, ich besiege ihn eh jetzt diese Runde. Das heißt, ich muss nicht darauf achten, dass er auf jeden Fall betäubt ist. Tut richtig weh einfach. Ja, wenn ich gleich mit dem fertig bin, muss ich erstmal eine Runde nur heilen. Sie kann ihm aber richtig Schmerz zufügen. Du hast doch deine Kampftechnik mit dem Ultra. Mit der Ultra-Reichweite auf Doom. Wenn ich da drauf haue, mit. Was hat denn die beste Trefferquote? Der Eisenbogen. Was ziele ich auf das Ziel da unten, ja. Dann müsste doch dein Schild wieder kaputt gehen, ne? Ja, und jetzt ist er erstmal wieder betäubt. So, das heißt, jetzt kann ihm erstmal jemand wieder auf die Fresse hauen, ohne Angst zu haben, Schaden zu nehmen. Ja, und das wäre Schwarm Z. Das ist noch die erste Schlacht, also nichts verpasst. So, und jetzt kann den... Die 18 KP kriegt ja wohl jetzt jeder irgendwie noch abgezogen, ne? Wer ist denn vom Level... Ich bin auch beim Level am niedrigsten. Aber ich komme nicht dran. Lindhardt, willst du mal? Kannst du sogar wirklich besiegen. Du kriegst vorher noch einen auf die Fresse. Aber dich brauche ich eh gleich, um einmal durchzuheilen. Ja, dann... Hilda. Hau mal drauf. Jo. Jo. So. Fast ein Level ab. Einen Magiebandschlüssel erhalten. Aber ich habe dafür keinen Platz. Ich packe jetzt mal die Giftaxt zum Vorrat. There's clearly something special about this key. Better keep it safe. So. Meine Güte. Das war schon ordentlich und das ist ja nur der Anfang der Mission noch. So, wer ist eigentlich noch alles angeschlagen? Konstanz fehlen noch ein paar KP. Der Rest geht eigentlich. Der Rest hat gar nichts abbekommen. Ich könnte... Moment. Wenn ich die jetzt alle mal hier noch markiere. Ich könnte versuchen, das Ding mal anzulocken, dass ich den als nächstes bekämpfe. Ja, doch. Den können wir auch hinkriegen. Stehen alle gerade so gut hier. Aber ich glaube, du drei. Komm mal her, um den Golem da kaputt zu machen. Und Lindhardt nur so. Dude, nein. Boah, nee, Reichweite 1 bis 2. Das heißt, könnt ihr mit dem Langspeer sogar kontern. Okay, Dimitri. Stelle ich mit dem Langspeer mal dahin. Und kannst dich nebenbei noch mit Claude ein bisschen unterhalten. Die mögt euch ja doch so sehr. Haha. 12x2 kann ich sogar kontern. Richtig schön angeschwächt schon mal. Wie nah kommst du mir? Nicht näher als die anderen Gegner, aber ich markiere dich mal mit.
Ja, okay, das ist voll angenehm. So. Wer will nochmal? Wer hat noch? Juri, du bist ein Lanzen. Dude, noch hast du keinen Schwertbrecher. Das heißt, ich kann die Chance sogar nutzen, mit dem Schwert drauf zu hauen. Ist eigentlich egal. Hm? Svenja macht kein erfreutes Gesicht. Das gibt mir ja Hoffnungen für diese Mission. So. Dann kann Juri jetzt auch erstmal wieder weglaufen. Wer wollte da von rechts angreifen? Oh. Die hätte ich vielleicht auch nochmal mitmarkieren sollen. Irgendjemand noch auf 22. Dann sogar schon 24. Hier, Harpy. Komm mal hier hin. Aber greif die Stelle an. Yo! Du tust aber auch weh, mein Mädchen. Ich kann sogar da schon fast besiegen. Aber nee, haut auf die Stelle drauf und tut ihm sehr weh. Nice, mehr Magie. So, und Phase 3. Okay. Mal kurz zurückziehen. Komm ich jetzt mal dran? Nein, ich komme immer noch. Ich würde von hier aus drankommen mit dem Schwert des Schöpfers. Ja. Wenn, dann will ich ihn aber auch besiegen, wenn ich da schon so nah dran muss. Schaden mache ich ihm nochmal. 19 mal 2? 19 mal 2. Das heißt, ich muss ihn auf 38 KP mindestens runterkriegen. Das wäre hier 38, aber ich komme auch auf 34. Aua. Ich kann ja so wie Shit. So. Und einmal mit Schwert des Schöpfers drauf und hoffentlich treffen. So. Der nächste ist auch weg. As expected. Ich habe übrigens meine Leute auch alle ein bisschen umgezogen, dass die wieder ihr Kloster-Outfit haben. Fällt mir gerade so ein. Den einzigen, bei denen es halt nicht funktioniert, sind halt eben Charaktere, die Briten oder... Naja, Beflügelt ist auch irgendwo Briten, aber die, die halt irgendwo drauf sitzen. Da hat das nicht funktioniert, weil die müssen dann ihr Klassen-Outfit tragen. Aber bei allen anderen, die haben hier mal ein anderes Outfit. Okay. Ich könnte die versuchen anzulocken mit ihren Silberlanzen. Wenn es weiter nichts ist. Die sollten ja... Die haben auch keine Fernwaffe? Nee. 37 Angriff. Edelgard, was kannst du bieten? 35 Schutz. Oh, du kommst nicht so weit. Was kannst du bieten? 27. Dahin stelle, locke ich auch beide an. Und auch nur die beiden. Du lebst ja auch locker beides, ne? 37, 37. Hast du eigentlich zufällig Lanzen? Ja, hättest du sogar. Lanzenbrecher. Kann ich nachher zum... Moment. Ich muss mal gucken, dass ich nicht, zu nah dran stelle. Aber ja. Das heißt, die beiden... 20 KP. Ja, das geht voll klar. Habe ich sogar noch ein bisschen mehr ausweichen. Ja, komm, let's go. Für den einen kann ich sogar... So? Kann Hilda den einen übernehmen und Dimitri den anderen.
Wer kann denn noch? Claude kann eigentlich da schön stehen bleiben und du kannst dich da mal hinstellen. Oh, ich war ja noch angeschwächt. Ups. Und Ash auch. Wird immer ein bisschen mehr heilen können. Noch Claude, okay. So. 31 mal 2. Yo, Dimitri, chill. I must stay focused. 25 mal 2. Hilda, Hilda. Hilda ist auch motiviert. Ich habe sogar noch ein Heilmittel bekommen, aber das brauche ich gar nicht. Hilda kriegt einfach den ganzen Stuff, den sie nicht braucht. Holder, holder. Close one. So. Das ist deine Angriffsreichweite. Du kommst bis dahin, du kommst bis dahin. Du bist eh noch weit weg. Ja. Okay, das heißt, wir locken den als nächstes an. Du greifst physisch an, ne? Ja, das ist eine Lanze. Mit 26? Er macht trotzdem 6. Ah, nee, Moment. Das ist magisch. Ja. 26 Magieangriff ist das. Wir hätten alles eine gute Resilienz, um das locker zu einzustecken. Die beiden könnten das ganz locker auch wegstecken. Was ist eigentlich da unten noch für eine Fähigkeit? Oh. Praktisch. Ich könnte sie erstmal da wegstellen. Und dich auch erstmal da wegstellen. Dich einmal hier hinstellen. Mit Miasma ist eigentlich voll okay. Wie viel Schaden machst du hier? 2. Süß. Einmal da weg. Du kannst mich einmal heilen. Mal so ein bisschen. Das kann Baltus wahrscheinlich auch noch. Ne, bleib mal da. Das kann Baltus eben noch heilen. Well done. Wer war denn jetzt noch angeschlagen? Ash war angeschlagen, ne? Da oben ist Ash. Heißt. Ja, immer heilen. Der Rest. Ne, Hilda braucht noch. Aber die muss bis gleich noch warten. So. Kommen Sie her. 2 Schaden. Das ist sehr süß von Ihnen. So, du müsstest aber noch weit genug weg sein, ne? Ja, das heißt, ich kann mich in der Runde ganz in aller Ruhe um den erstmal kümmern. Heißt, brauchst da mit dem Eisenbogen nur einmal kurz drauf zu pieksen. Mach hier nicht auch das Feld da ein bisschen kaputt. Dann Yuri kann ihn auch komplett besiegen. Kriegt doch nicht viel Schaden. Na komm, mach das mal. Adorable. Und wurde auch nicht getroffen. Noch besser. Adorable. Nice. Und dann kann ich wieder weglaufen. Das erneute Ziehen ist einfach so stark bei ihm. 54 KP hast du jetzt noch. Und Snaps. Ja. Du könntest ihn sogar mit Feuer fast besiegen. Kann ich den Kill jemand anderem noch geben? Baltus könnte den auch gebrauchen, ja. Dann bereiten wir das mit Konstanz einmal vor. Jo. Außer sie kritte ihn jetzt natürlich. Was ich jetzt aus dem Fall wirklich mal nicht hoffe. So. Dann kann Baltus ihn umhauen.
Ganz easy. Bong. No, es reicht nicht. So, wer brauchte jetzt noch Heilung? Wobei ich auch ein bisschen gucken muss, dass ich nicht zu viel Heilung verwende. Wobei, ja, 15 Heilungen noch. Never mind, ich habe nichts gesagt. So, du bist der Nächste dann gleich, ne? Aber ihr kommt genauso weit. Das heißt, ich warte noch eine Runde. Also ich spiele hier in der Mission ausnahmsweise sogar mal wirklich sehr vorsichtig. Aber gerade bei dieser Masse an Monstern ist es vielleicht sogar wirklich besser, hier auch sehr vorsichtig zu spielen. Weil diese Monster können echt gut reinhauen. Au. Okay, ich sollte mir vielleicht doch nicht zu viel Zeit lassen. Ich glaube, die spawnen da schon ein bisschen mehr nach. Ja, gut. Dann kämpfe ich mich doch jetzt einfach durch. So. Du da. Nee, nicht so. So. Dann ziehen wir uns einmal so rüber, dass der hier jemanden angreifen kann. So, wie sieht es hier unten eigentlich aus? Das sind zwei Assassinen. Ja. Ich könnte versuchen, die mit Edelgard anzulocken, dass du da schon mal in die Richtung gehst. Weil die machen hier eh keinen Schaden. Ich kann hier auf dem Feld sogar jemanden drauf lassen, dass er da sogar noch mal was besser abfängt. So. Stützen? Nee. Mach mal sammeln. Für Edelgard ein bisschen mehr Stärke. Für Tea Time wäre auch gerade nicht die beste Zeit. Nee. Wer fängt das Ding am allerbesten ab? Du hast eine Lanze quasi, ne? Dann stelle ich mal Hilda hier hin. Mit ihrem Wurfbeil. Und die darf die Viecher hier gleich abfangen. Du hast Behendigkeit plus 8 kannst du sammeln. Yo. Was ist eigentlich deine andere Heilung? Ah, heilt erheblich. Behalt die erstmal noch. So. So. Du greifst jetzt. Oh. Ich habe Edelgard in Reichweite gelassen. Na gut, dann geht er halt auf Edelgard. 0 mal 2. Das ist nett. You're weak. Das war jetzt nicht ganz so mein Plan. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen mehr hier gebündelt. Aber cool. Sie wurde gut geheilt. So. Dann haben wir jetzt leider ein bisschen mehr hier auf unserer Platte, die wir besiegen müssen. Kriege ich dich besiegt? Nein. Damit auch? Damit könnte ich dich vielleicht besiegt bekommen. Zu 83%. Probieren wir es aus. Nice. Sorry, but victory is mine. What? Oh, dann bald. Dann legen wir mal los. Weil ich kann eigentlich mit Hilda direkt als erstes angreifen. Die steht hier gerade schon ganz gut. Die kann das Vieh nämlich einfach kaputt boxen. Mit ihrer Silberaxt. Ja, dann let's go. Die haut einfach so rein. Gelten Tea Time und Needle Time eigentlich nur für Chas im Team oder für alle? Ich hätte eher jetzt für alle gedacht. So. Kannst du? Du könntest ihm auf jeden Fall da einmal das Ding kaputt hauen. Oder alternativ greifst du gleich den Assassinen hier an. Und Baltus haut das Ding da kaputt.
Der kriegt den nämlich auch ganz kaputt. Ist er nämlich gleich schön betäubt für den finalen Angriff da drauf. Dann werde ich jetzt aber auch nicht jedes von den Viechern hier besiegen, die auf der Karte sind. Das könnte da ewig dauern, wenn ich dann einen besiegen gehe und in der Zwischenzeit spawnen zwei andere nach. Das wäre ekelhaft. Nice. Sogar safe gewesen. That's how it goes. Dann werde ich mich jetzt einfach erstmal an der linken Seite runterkloppen. Oh nice, noch ein Goldbeutel. Hat hier hinten irgendjemand noch Gold? Da nicht, da nicht. Da auch nicht. Die ganze Geldseite ist einfach auf der linken Seite, okay. Dann kloppen wir uns einmal links entlang. Vielleicht nehme ich die beiden hier noch mit. Mal schauen. Aber ansonsten kloppe ich mich hier rum. So. Juri wäre cool, aber leider kommt er nicht dran. Dann halt Harpy. Mit Schwarm. Killed. Oder Miasma. Nimm Schwarm. Nighty night.